Sag mal, kann man mit dir nochmal reden? Okay. Stufenaufstieg. Reden, ja. Das Ergo, erzähl mal. Ergo is the miracle that made Kraut prosper. Mhm. Without Ergo, there would be no automated puppets to make Kraut wealthy. When you move, you tap into the power of Ergo within you. Gather more Ergo. It will make you stronger. Das werde ich tun. Und was ist mit dieser Lampe? In the folklore of Kraut, a cricket often acts as a guide. That is why these automated models became popular. But Gemini is unique. He's more than just a guide. Unsere Lampe, ja? As you get more familiar with Gemini, you'll see what I mean. Verstehe. Etwas anderes fragen? Nichts. Gemini ist also in unserer Lampe, ja? Gehe ich mal von aus. Kann man sich hier auch ein bisschen genau umsehen, oder? Ich meine, da hinten war noch irgendjemand. Den Stargazer benutzen. Zu Stargazer teleportieren. Okay, cool. Ja, also können wir uns von hier rum teleportieren? Ja, momentan noch nicht. Noch nicht. Benutzen. Schallplatten in Besitz anzeigen? Keine einzige. Wir können also Schallplatzen suchen. Schallplatzen. Wie viel habe ich schon verpasst? Wer bist du denn? Welcome to Hotel Kraut. Polandina. My name is Polandina. Butler to Lady Antonia. Mhm. Please let me know how I may be of service. At Hotel Kraut, comfort and calm walk hand in hand. Okay. Welcome to Hotel Kraut. How may I be of service? Ich hätte gerne 1 Milliarde Ergo. Wir reden erstmal mit dir. Der große Bund. The Grand Covenant is a set of absolute commands imprinted on puppets when they are made. First law. All puppets must obey their creator's commands. Aha. Second law. A puppet may not harm humans. Ja. Third law. A puppet protects and serves humans and the city of Kraut. Die wurden alle gebrochen. Fourth law. A puppet cannot lie. I've told you about the laws engraved upon every puppet. Do you require anything else? Alle diese Gesetze wurden gebrochen in der ersten Stunde des Spiels. Etwas anderes fragen. Was kann ich denn bei dir kaufen? Katalysator, Legionsmagazin. Ja. Nö, ich brauch nix. Tschüss. Ah ne, tschüss. Wo ist denn diese Lady Antonia? Ist das Lady Antonia? Wahrscheinlich, oder? Ich guck nur mal gerade, ob wir hier vielleicht noch irgendwas finden zum Lesen. Das scheint hier ja ein Ding zu sein. Das gefällt mir. So, wer bist du? Unexpected guests are welcome. We don't insist on reservations. Aha. I am Antonia. And this is my hotel. Welcome. Willkommen zurück. Oh, I knew from the moment we met the Geppetto's puppet. He might have a few loose screws, but Geppetto's skills are undiminished. It's a shame. He took off for Elysian Boulevard. Mhm. And he never came back. Das werden wir untersuchen. If he doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Du willst mal meine Klinge spüren. I forgot. I was keeping this for him. Mhm. It comes with a long story. But I think it's better off with you. Was denn? Please find that old man. And do take care of yourself out there. Jemandes Erinnerung. Kleidung anzeigen. Was? Jemandes Erinnerung? Moment. Ausrüstung? Kostüm. Accessoire. Nichts anzuzeigen. Kleidung? Oh.
jemandes Erinnerung. Die Uniform eines vornehmen und würdevollen Internats. Diese Kleidung wurde schon einmal getragen. Die Schuluniform eines berühmten Internats in Krat. Auf einer eleganten Brosche ist die Initiale M eingraviert. Natürlich für Minocchio. Ausrüsten. Oh, fein. Das sieht aus. Cool. Aber gibt das irgendwelche Stats oder ist es einfach nur Äußeres? Nee, hat macht keine Unterschiede. Nee, ich sehe nichts. Aber wir behalten das mal an. Haben wir hier noch irgendwas gefunden, was ich mir anschauen könnte? Eine Geste haben wir bekommen, ne? Führe die Geste Kleidung zeigen aus. Es ist ein Instinkt des Lebens, Schönheit zur Schau stellen zu wollen. Ich Boden prüfen. Es gibt Sprichwort im Land des Morgens auf der anderen Seite des Meeres, das besagt, sogar steinerne Brücken sollten vor dem Überqueren abgeklopft werden. Das war ja bei Elden Ring, war das ja so ein Ding, diese Gesten zu nutzen, aber weiß ich nicht. Ist aber ganz cool, dass wir jetzt die Kleidung bekommen haben. Moment mal, war das schon alles? Thanks for keeping me company. What are you curious about? Ich hätte gerne alle Infos über diese Geheimnisse, die du da gerade erzählt hast. Etwas über das Lügen. Oh ja. I see you're here. That means you can lie. Your lies are a rare ability. You're able to choose your own path, unbound by anything. People on the outside are still afraid of puppets. Lie to protect yourself and find your path. Cool. Das werden wir machen. Erzähl mir mal was über Geppetto. I'm an old friend of Geppetto's. His son is like family to me. Also ich. Make yourself at home. You're always welcome here at the hotel. Sehr gut. If you have any questions, ask my butler, Polandina. Butlerpuppe Polandina. Ja, das werden wir tun. Vielen Dank. Oh, bist du das etwa in jüngeren Jahren? Vor ungefähr, ja, ich würde mal schätzen, so vor ungefähr 200. Sorry, ich gehe ja schon. Oh. Venignis Reiseführer der Sehenswürdigkeiten von Krat 1. Die Attraktion dieses Monats, Hotel Krat. Das Hotel Krat ist eines der unheimlichsten und geheimnisvollsten Gebäude der Stadt. Laut Überlieferung ist das Hotel Krat eine abgelegene Burg, die von einem Aristokraten erbaut wurde. Ich wollte schon Astronaut sagen. Der eine Form des Okkultismus zugetan war und eine Offenbarung von einem leuchtenden Baum erhielt. Eine Zeit lang wurde es als Nervenheilanstalt genutzt. Und einige Patienten berichteten, dass sie Halluzinationen hatten. Die Aufzeichnungen sind jedoch nicht mehr vorhanden, da sie alle bei einem großen Feuer zerstört wurden. Vor allem die Tatsache, dass es so weit unter der Erde liegt, verstärkt die Gerüchte. Manche sagen sogar, dass es mit einer unbekannten Hölle verbunden ist. Das erhöhte vor allem die Attraktivität des Hotels Krat, das im neuesten Stil renoviert wurde. Während sich die jüngsten Gerüchte über das Geisterhotel der großen Ausstellung verbreiten, wollen immer mehr Kunden tatsächlich in diesem Hotel übernachten. Als nächstes folgt ein Kommentar der Hotelbesitzerin Miss Antonia. Ein Geisterhotel? Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich das schon gehört habe. Aber zum Glück sind unsere Hotelgäste mutig wie Löwen. Also alles kein Problem. Bewertung 4 von 5. Schaurig und geheimnisvoll, das beste Resort in Krat. Reporter Medoro. Dieser Reiseführer wurde mit der Unterstützung der Firma Venigni, Freunden der Stadt, erstellt. Interessant. Gefällt mir, dass wir sowas finden und lesen können. Ich mag das. Sachen vorlesen in Spielen, eben mein Ding. I love it. Weil wir dann natürlich Hintergrundinformationen bekommen. Können wir nochmal mit dir sprechen? Ich weiß. Aber jetzt nicht.
So, wir sollten ja mit dir reden. Welcome to Hotel Croft. Ja, ja, ja. Reden? Nein? Okay, ciao. Was ist da hinten? Bevor wir hochgehen, will ich doch gerne hier auf dieser Etage bleiben. Ach, schau mal an. Wen haben wir denn hier? Mit dir rede ich sofort. Ich guck mal, was du hier so anbietest. Handwerkstatt. Handwerke. Was? Untersuchen? Ist das eine... Ist das eine echte Katze? Spring. Okay, beruhig dich mal, Spring. Spring Break. Ja, okay. Vielleicht mag sie uns ja irgendwann mal. Nette Waffen. Bist du etwa die... Die Schmiedin hier? I heard about you from Geppetto, but to see you in person. Wow. Ja. You should take this. Geppetto left it with me. Ja. Was denn? Was hast du... What the fuck? Was ist das denn? Ich bin Haken. Okay. Oh, Legionswaffe. Die Legionswaffe ist eine spezielle Ausrüstung, die am linken Arm angebracht wird. Jede Legionswaffe hat ihre eigenen Kampffähigkeiten. Legionswaffen können auf unterschiedlichste Weise modifiziert werden. Die Modifikationen können mit der Vignigni-Handwerksmaschine vorgenommen werden. Cool. Okay, aber was mache ich damit? Ich kann das hier natürlich noch nicht. Puppenschnur steht da bei L2. Okay. The sound of it alone. That craftsmanship comes only from the hands of Geppetto. Aha. You must be something else. Oh yeah. A custom arm from Geppetto himself is quite an accessory. Da sagst du was. Oh, I forgot to introduce myself. Wollte gerade sagen. I'm Eugenie from the Workshop Union. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. Okay, das werden wir tun, aber ich mag deine Katze nicht. I know my way around a weapon. Want me to look at something? Ja, klar. Waffe verbessern. Wenn du einen Mondstein hast, den wir haben, kann Eugenie dir helfen, die Klinge einer Waffe zu verbessern. Die Angriffskraft der Waffe wird erhöht, wenn du Klinge verbesserst. Einige Klingen können nur mit einem speziellen Mondstein verbessert werden. Okay, wir könnten das hier verbessern. Klingen des Großschwerts des Schicksals. Aber werden wir vielleicht bessere Waffen finden? Ich gehe mal davon aus. Ne? Ich lasse das erstmal. Griff ändern. Mit Hilfe von Eugenies Kurbeln kannst du Waffengriffe verändern. Die Eigenschaften jedes Griffs verbessern sich je nach den Standardfähigkeiten deines Charakters. Du kannst diese Eigenschaft und den Grad einmal mit einer Griffänderung verändern. Du kannst dies jederzeit mit einer ausgeglichenen Kurbel zurücksetzen. Okay. Technikkurbel, Entschlossenheitskurbel. Wir haben überhaupt keine Kurbel. Eine Ausgewogenheitskurbel lässt uns das auch zurücksetzen. Haben wir nicht. Wir reden mal mit dir. Erzähl uns mal was über diese Stargazer. A Stargazer is a survival device used by the Stalkers. It powers itself by accumulating and absorbing ergo spores in the air. Interessant. The Stalkers installed Stargazers all across the city. Once they're recovered, we can put them to use. Ja, das haben wir schon gemerkt. Und kann ich irgendwo trainieren? If you want to test your skills or try new techniques, head for the garden. The Stalkers captured a puppet to use for training. Don't look at me like that. Everyone hates puppets. I know whose side you're on. Mhm. Na klar. Okay, ja, vielen Dank. Tschüss. Sie weiß schon, dass ich eine Puppe bin, oder? Hoffe ich mal. Im Garten. Ach, hier ist schon der Garten. Der Garten Eden. Was ist das hier für ein Panzer? Untersuchen. Handwerksmaschine. Legionswaffe wechseln. Puppenschnur.
Eine Legionswaffe, die ein Draht schießen kann. Er kann um einen Feind geschlungen werden, um ihn zu dir zu ziehen oder dich zu ihm zu bewegen. Oh. Kann ich ändern auf linker Stahlarm. Wow, physischer Angriff ist natürlich hiermit viel höher, aber für Angriffe habe ich natürlich meine Waffe. Ich lasse mal die hier. Gut zu wissen, hier können wir also diese Legionswaffe wechseln. Ist irgendjemand im Garten? Okay. Okay, die Puppenschnur bringt gerade gar nichts. Vielleicht von hinten? Auch nicht. Okay, bist du auch so eine Trainingspuppe oder was? Du kannst ja nicht mal wehren. Das ist aber unfair. Okay, ich kill dich einmal, ja? Dann reicht's aber. Sehr gerne. Okay, mit dir haben wir schon ein paar Mal gekämpft. Das reicht. Schauen wir nochmal, was hier ist. Da ist noch eine Statue oder ein Brunnen. Viel Glück für alle Besucher. Ruhe für alle Reisenden. Glück für alle Freunde. Das ist aber nett. So, mehr gibt es hier nicht. Ich dachte, vielleicht kann ich mich mit diesem Arm irgendwo hochziehen. An irgendwelchen Wänden, so Sekiro-Style. Hier, da oben zum Beispiel. Das geht nicht. Sekiro-Style ist nicht gern gesehen, wie es aussieht. Das ist okay. Wir gehen mal hoch. Was ist das für ein Bild? Für ein Gemälde. Gemälde. Nichts. Wir können hier raus. Wir können aber auch... Boah, meine Nase juckt. Wir können aber noch weiter hoch. Wo geht's denn hier hin? Okay. Gegenstände können von Polendina beim Hotel erworben werden. Das ist schön. Soll ich das tun? Spiel. Soll ich das tun? Ist das dein Wunsch? Okay, ich guck mal gerade. Ist das Tür öffnen? Moment, wohin gehe ich denn hier? Wollte ich das überhaupt? Am Lügen. Ach, das ist die Nase, die länger wird. Dieser Ladebalken. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist ja cool. Wo sind wir? Eingang Elysion Boulevard. Oh, was, wo Geppetto ist. Komme ich nochmal zurück? Ich will ja eigentlich das Haus noch gutachten. Sorry. Ich wusste nicht, dass es hier irgendwo ringeht. Entschuldigung. Ich entschuldige mich. Wahrscheinlich gibt es hier gar nichts mehr, oder? Ich gehe kurz hoch. Aber hier ist auch eine Tür. Tür öffnen. Schlüssel für den Eingang zu Rosa, was? Rosa Isabella Straße? Na du? Wer bist du denn? Die ist fest verschlossen. Okay, okay. Ich merke schon ein Muster. Alles ist verschlossen hier oben. Lass mich raten, diese Tür hier links auch. Da kommt man gar nicht hin. Da komme ich überhaupt nicht hin. Scheiße. Ja, das war jetzt natürlich blöd. Ich gehe mal davon aus, wir müssen Meister Geppetto suchen. Dann machen wir das. Also wenn das so ist, dann ist das ja schon recht linear, ne? Weil ich konnte jetzt nirgendwo anders hin. Oder vielleicht wird das später noch ein bisschen mehr open
Open World Style. Werden wir dann rausfinden. Ich mach mal Licht an. Oh, das war schon an. Cool. Wow. Das Licht war schon an. Super. Gut. Haben wir hier irgendwas? Ja, hier liegen natürlich überall Leichen rum. Ja, die Puppen haben ganze Arbeit geleistet, aber... Freunde, ich bin jetzt hier. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. Okay. Cool. Alter, der... Diese Bahn wäre fast runtergefallen. Das sah voll geil aus. Was, wenn ich jetzt ins Licht gehe? In den Lichtkegel hier? Na? Nichts. Ich dachte, ich werde direkt angegriffen. Was ist das für ein schöner Wecker da? Den hätte ich gern. Daraus wird, glaube ich, nichts. Warum ist das denn da oben? Das fällt doch safe runter, wenn wir da drunter hergehen, oder? Man kann nirgendwo rein. Oh, was ist denn das da hinten? Ist das so ein Stargazer? Es sieht auf jeden Fall danach aus. Wir reparieren. Und aktivieren. Ich würde gerne jeden einzelnen benutzen. Einfach nur, um zu sehen. Wir könnten jetzt teleportieren. Du kannst dich von einem Stargazer zu einem anderen teleportieren. Du kannst nur zu denen reisen, die du aktiviert hast. Stargazer in Gebieten mit einem Ereignis werden mit einem Hinweis markiert. Hotel Krat. Können wir noch reden? Heißt das das? Ist das das Symbol, das gemeint ist? Hauptbahnhof Plaza von Krat. Okay, ich... Ja, wir teleportieren uns mal ganz kurz. Und dann reden wir. Aber heißt dieses Zeichen genau das? Dass wir jetzt mit der reden können? Das würde ich gerne rausfinden. Ich muss natürlich rausfinden. Das ist alles testen hier, was wir vorhaben. War das die Oma? Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Oder was tut das? Bewölkter Morgen. Oder wer war... Was tut das? Ja, weiß ich doch. Stufenaufstieg ist... Oh. Nein, das ist es nicht. Reden. Aber eigentlich war sie das doch, oder? Das war jetzt nicht die Oma, oder? Die da angezeigt wurde. People have no idea so many secrets. Thanks for keeping me company. Ja. Ja, okay. Hä, aber warum wurde denn dieses Symbol angezeigt dann? Wir teleportieren mal. Legionswaffe wechseln? Nein. Teleportieren? Jetzt ist das weg, das Zeichen. Das macht gar keinen Sinn. Das ist einfach ein Bug. Habe ich einen Bug rausgefunden? Voll rausgefunden. Oh, wenn die Haltbarkeit auf 0 sinkt, verringert sich der... Das verringert sich, wenn das kaputt geht? Wir müssen das schleifen all the time. Das darf ich nicht übersehen. Das wäre fatal. Komm ich hier rein? Oh, da hinten ist ein Kollege. Was ist das? Was ist das für Flugobjekte hier? Komm ich hier eigentlich rein? Das sieht so aus, als ob man da rein kann. Wohl nicht. Schade. So, das sieht doch super versteckt aus, aber wir kriegen hier nichts raus. Fässer und Kisten absolut sinnfrei. Da klopft wieder jemand. Ah, oh, Moment. Hey, mein Freund. Na?
Der hat uns echt erwischt, Dreckskerl. Okay, Moment, Moment. Zu dir kommen wir gleich. Erstmal hier unten die beiden Kollegen. So, ciao, mein Freund. Eine Wurfzelle. Die nehme ich sehr gerne. Wir finden nichts. Das ist traurig. So, warum auch immer der hier geklopft hat. Keine Ahnung. Ist ja noch gar nicht tot. Scheiße. Das habe ich leider zu spät gesehen. Ja, ich mache mich richtig gut hier. Aber auch hier werden wir nicht fündig. Es gibt halt nichts in den Kisten. Nichts. Elysian Boulevard was a regular rich people row. You wanted fancy boutiques and shops. No place better. But that was long ago. Before the puppet frenzy. Oh, Puppenschnur soll ich mal ausprobieren. Das machen wir beim nächsten Gegner. Lässt sich sehen, die Puppenschnur. Lädt sie sich wieder auf selber? Momentan nicht. Buntes Ergo-Fragment. Ja, das ist noch verschlossen. Da fällt mir ein, im ersten Teil haben wir noch so eine Tür gehabt, die haben wir nicht geöffnet. Habe ich die übersehen? Schande über mein Haupt. Junge, sieh das. Wow. Nicht schlecht, Doggy. Das war echt knapp jetzt. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Können wir Projektile eigentlich auch abwehren? Können wir. Geil. Das war nicht so schlau. Komm schon. Alter. So, bleib mal liegen jetzt hier. Eine kleine Kiste für uns. Nehme ich sehr gerne. Was ist drin? Lader, F-150 Rahmen. Ausrüstung, Verteidigungsteile. Moment, was? Amulette, Verteidigungsteile. Gewicht, physische Schadensreduzierungsrate. Und Gewicht. Gewicht geht nach oben. Weil es halt schwerer ist als das, was wir momentan haben. Aber dafür Schadensreduzierungsrate geht auch nach oben. Teile, die Puppenrahmen verbessern. Sie absorbieren physischen Schaden. Eine Sonderanfertigung für Lada. Die Werkstatt für Puppenteile. Sie ist seit langem im Einsatz. Und daher trotz ihres hohen Gewichts zuverlässig. Let's go. Machen wir. Für die anderen Sachen haben wir nichts gefunden, ne? Okay. Nice. Finde ich gut. Kann man das irgendwie sehen, dieses Teil? Ich wüsste jetzt nicht, wo. Ich sollte schleifen. Ja, das ist ein bisschen ätzend, aber muss sein. Offensichtlich muss es sein. Ich will ja nicht, dass unsere Waffe sich irgendwann abstumpft. Das wäre echt scheiße.
steht da? Nix. Leiter. Oh, nach oben gehen. Mhm. Auch hier werden wir nicht fündig und ich kann es nicht lassen. Always check the quality of Ergo. Der kommt einfach ums Eck. Du Kackhaufen. Das wird dir noch leid tun. Danke sehr und tschüss. Haben eine Wurfzelle bekommen. Dieser Dreckskerl. Okay, wir müssen das leider benutzen. Auch wenn es mich echt ärgert, aber ich hoffe, wir finden mehr von diesen Dingern. Jiminys Notfallschutz. Beschützt bei Treffer vorübergehend das Todesergo. Okay, das Gemini-Modell war so konzipiert, dass es mit Ergo gefüttert werden konnte, um Affinität aufzubauen. Doch niemand hätte sich vorstellen können, dass dieses Modell noch eine weitere Fähigkeit besaß, die noch spezieller war. Keine Sorge, ich werde dich beschützen. Okay. Nahrung für die Grillenpuppe, die Hilfe von Gemini erhält. Okay, es ist so ein Verbrauchsgegenstand auch wieder. The world-winning Café, Restaurant und Wein. The highest popularity. Okay. Du hast mich überzeugt. da hinten oder hier? Ich gehe jetzt mal hier. Da liegt nämlich was. Sägezahnrad. Na klar. Was bist du? Taste drücken. Oh, das ist eine Abkürzung. Da haben wir doch eine Abkürzung. Da kommen wir... direkt zu einem Stargazer, kann das sein? Ist es da hinten? Da hinten, da unten sieht man's. Okay, das ist nice. Da sollte ich eigentlich hin, ne? Da sollte ich eigentlich hin, das macht Sinn. Geil, cooler Move. So, wir gehen gerade dahin und dann klettern wir direkt wieder hoch. Ich weiß, das wird natürlich die ganzen... Gegner nochmal neu rufen. Oh, mit Gemini reden. I'm Gemini, your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Huh? Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry. Must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. Okay. Cool. Das war's. Das war's wohl. Nichts Neues. Nirgendwo. Okay, cool. Jetzt haben wir also Gemini kennengelernt. Hey, mein Freund. Also, ich versuche einigermaßen schnell durchzugehen, weil die brauchen wir wirklich nicht nochmal zu killen. Aber die verfolgen uns ja jetzt nicht, oder? Die können keine Leitern hoch. Hoffe ich. Sieht nicht danach aus. Gut. Mann. Ich dachte, ich könnte den von hinten erwischen. Ihn können wir auch nicht von hinten erwischen. Aber von vorne. Ciao. So. Oh, ich hätte mich vielleicht verbessern können, oder? Das hätte ich vielleicht machen können. Was ist das denn hier? Chamber of Machina Workshop. Schön. Oh, wow, wow, hallo. Da ist aber einer ganz fein unterwegs. Was ist das denn für einer, ey?
Das scheint einer der härteren Sorte zu sein. Aber mein Freund, nicht mit mir, bleib liegen. Sternfragmente durchqueren die Dimension. Sternfragment. Da muss ich mal schauen, was das ist. Attribut Reinigungsampulle. Eine spezielle Ampulle, die die Attributstatusleiden einer Puppe läutert. Ah, wenn wir unter Elektroschock, Verfall, Verderbnis, Überhitzung. Verstanden. Absolut verstanden, okay. Dann gehen wir nochmal rein. Wo ist Geppetto? Wo ist der? Wo ist mein Papa? Bringt mir Papa. Ich bin's. Pinocchio der Grausame. Der euch hier ein bisschen bearbeiten wird. Oh mein Gott. Okay, ich nehme alles zurück. Okay. Hier darf man auch kein bisschen zögern, weil wenn du zögerst, verlierst du. Das ist leider so. Und ich versuche immer noch die Kisten zu öffnen. Ja, haben wir wieder so eine Ampulle bekommen. Sehr nice. Keine Chance. Diese Vase kriegt man nicht kaputt. Oh, ich hab's gehört. Ja, komm mal her. Was hast du denn da? Was denn, ey? Kommt er einfach mit seinem Schornsteinreiniger hier? Nein, 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 nicht. Fuck. Das war nicht so gut, ne? Oder ist das hier ein Secret? Auch das ist natürlich möglich, aber ne, diesmal glaube ich es nicht. Scheiße. Oh. Nice move. Pinocchio. Was haben wir? Alter. Die lungern immer noch in den Ecken rum, hey. Scharfes Rohr. Was ist ein scharfes Rohr? Ist das Ausrüstung? Benutzbare Gegenstände? Nein. Wo ist scharfes Rohr? Hier. Ein scharfkantiges Rohr, das geworfen werden kann. Es durchdringt den Feind und fügt dem durchbohrenden Schaden zu. Manche Wurfwaffen haben allein schon eine große Zerstörungskraft. In Verbindung mit der Kraft der Puppen bedarf es keine weiterer Worte. Cool. Nehme ich. Und das hier nehme ich auch. Muss ich. Wie komme ich darüber? Oh, ich sehe schon. Kam ich von hier? Nee, von hier kam ich gar nicht. Von wo kam ich denn? Ah, ich kam ja von dort. Ja. Ja, da muss ich hier aber einigermaßen langsam rüber. Damit ein Elektroblitz-Schleifmittel. Sehr gut. Das nehme ich sehr gerne an mich und wir müssen hier weiter. Ich brauche mehr Ampullen zum Heilen. Wie kriege ich die Dinger? Wie kriege ich die Dinger? Oh. Hallo. Du Kackvieh, wie soll ich denn an den jetzt ran? Elektroschock. Okay, das ist übel. Da oben ist der Typ, der uns mit diesem Elektro-Scheiße bewirft. Wie soll ich denn an den rankommen? Komme ich leider nicht dran von hier. Aber vielleicht von der Seite.
Mist. Das hat nicht so gut geklappt. Okay, was ist das für ein Husten? Wer hustet denn hier? Ist er hier oben? Das hört sich an, als wäre der hier drin. Okay, was ich aber jetzt machen möchte, Moment, was wollte ich jetzt machen? Ach so, wir haben ja Wurfgegenstände, ne? Hier zum Beispiel Sägezahnrad. Häufig zu sehen ist, es kann geworfen werden, um die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu ziehen. Das will ich ja gar nicht. Ich will ihn bewerfen, damit er stirbt. Termit. Eine Termitbombe, die geworfen werden kann, verursacht Feuerschaden im Einschlagsbereich. Okay, was ist das hier? Wurfzelle. Großer Leistung geworfen werden kann. Elektroblitzschaden. Der Typ wirft ja selber schon Elektroblitz. Ja, ich mach's mal hier drauf. So, das heißt, wenn ich jetzt... Es hat geklappt. Auch wenn ich ein bisschen verkackt habe am Anfang. Was tue ich? Junge, ich darf hier nicht sterben. Ich brauche auf jeden Fall den nächsten Stargazer. Ja, das ist natürlich dumm, mein Freund. Ich kann einfach an den vorbeilaufen. So geht's natürlich auch, ja. Wirft einer von euch irgendeinen Scheiß auf... Weh, du wirfst Sachen auf mich, Junge. Hör auf, tu's nicht. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, aber ey. Hier habe ich ja nichts mehr. Dann kann ich das da drauf. Und jetzt, wenn ich den hier anvisiere... Den hier mache und dann den hier. Das hat doch gut geklappt. Ach, guck mal, wer da unten ist. Was für ein Elektroschock. Du Drecksrauch. Oh ja, ich sehe schon, ich muss wieder ein bisschen schleifen. Okay. Junge, wir sind am Abnippeln. Oh, wir haben so ein Ding bekommen. Woher haben wir das? Woher haben wir das bekommen? Ich meine, ja, ich nehme es an, aber... Woher? So, einmal runter. An jeder Ecke erwischt uns irgendeiner. Das ist schon... War das schon hart? Oh, bitte nicht. Ich habe keinen Bock jetzt noch zu sterben. Kann man hier hoch? Da kann man hoch. Aber erwartet mich da irgendwas? Ich schaue erstmal, ob es hier noch irgendwas gibt. Ja. Brief eines gefrorenen Mannes. Meine... Ich dachte, ich hätte was gehört. Meine Louise, Charlotte, mein Schatz. Ich kann nichts hören. Ich glaube, die Straßen sind bereits tot. Nur noch Stille. Vermutlich bin auch ich bald nur noch ein versteinerter Leichnam. Ich kann mich noch erinnern. Der Klang deiner Singstimme und der Anblick einer in Bilderbüchern vertieften Charlotte. Ich vermisse das alles.
Das Beste, das ich zu Lebzeiten getan habe, war, dich und Charlotte zum Schutz in die Kathedrale zu schicken. Ich will... Gedenken, was? Okay. Ich wünschte, dieser Albtraum wäre endlich vorbei. Wenn du und das Kind doch nur zurückkommen könnten. Aber das ist jetzt wohl unmöglich. Ich liebe euch, Louise. Ich bete, dass ihr dort in Sicherheit seid. Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht finden wir das heraus. Wir haben auf jeden Fall irgend so ein, oh mein Gott, hau mal ab. Den kriegen wir niemals weg. Den kriegen wir niemals weg. Ich hab nichts mehr. Ich müsste auf jeden Fall wiederkommen. Und das tun wir auch. Ich will erstmal schauen, was, wo es hier hingeht. Leck mich doch, Mann. Nicht runterfallen. Okay, wie wär's, wenn du auch runterfällst? Das würde mir sehr helfen, Kollege. Komm her. Ich bin hier! Nein, oh, das wird böse enden. Oh, ich dachte schon, das war's. Aber das war's noch nicht. Vor allem, der greift mich direkt an, weißt du, der Dreckskerl. Direkt. Ach, hier oben sind die, die wir abgeworfen haben. Nett. Sehr gut. Ja, zu dem Kollegen müssen wir nochmal hin. Aber das mache ich... Ja, hier da unten. Da ist er. Aber da muss ich erst hin. Wenn ich denn ein bisschen... gesessen. Oh nein. Willst du mich verarschen? Ich muss gegen den kämpfen? Das schaffe ich nicht. Vielleicht? Nein, vielleicht nicht. Okay, die bringt gar nichts. Alter. Ja, wir müssen hier nochmal hinkommen, wenn wir voll aufgeladen sind.